Hallo zusammen. In diesem Video soll es jetzt mal um die Seiler gehen, die zum Klettern verwendet werden können und deren Aufbau. Ich hatte ursprünglich überlegt, ob ich insgesamt drei Videos daraus mache, nämlich eines über die Seile und den Aufbau, eines über die Seilpflege und Aufbewahrung und ein weiteres über die, ja, Knotbarkeit und auch Knotenfestigkeit von Knoten und Seilern. Ich habe mich entschieden, das alles in ein Video etwas kompakter reinzupacken. Wer allerdings Fragen hat zu den einzelnen Themen und möchte genauer auf irgendwas eingehen, der kann mir das Ganze in die Kommentare schreiben oder auch als E-Mail. Und dann werde ich entweder ein, ja, Ergänzungsvideo machen oder werde einfach auf die Frage dann antworten. Wer sich fragt, warum das Zergel hier mit beiliegt, das ist ganz einfach, denn hier sieht man wunderbar, dass einzelne Fasern zu, ja, einem Strang verflochten sind. Man spricht eigentlich beim Kletterseil oder bei Seilern nicht vom Flechten, sondern vom Schlagen. Aber es hat sich eigentlich so ein bisschen eingebürgert, dass man Flechten eher sagt wie Schlagen. Das Schlagen ist halt noch ein Begriff von früher, wo man die Seile per Hand zusammengeschlagen hat und dadurch immer wieder dicker geworden ist durch dieses Verschlagen der einzelnen Stränge. Und das ist auch hier der Fall. Und das ist dann zu einem Zergel geworden. Dass man daran nicht klettert, ist klar, aber man sieht halt am Ende sehr schön, dass dieses Seil aus mehreren einzelnen Fasern besteht und diese einzelnen keine sehr große Stabilität haben, aber im Ganzen eine sehr hohe Stabilität haben. Dadurch, dass mit großen Augen schon erwartet wird, werde ich das wegmachen und komme eher auf die restlichen Seiler, die hier noch auf den Tisch sind, zu sprechen. Willst du demonstrieren, wie viel Last das aushält? Ja? Ja? Wieder? Hier? Das Zergel muss auch einiges raushalten. Genauso wie die Kletterseiler. Darum werde ich ja erstmal auf das kleine Seil zu sprechen kommen. Bei dem kleinen Seil hier, das würde ich auf keinen Fall zum Klettern nehmen. Ich weiß weder, was für eine Zugfestigkeit es hat, noch weiß ich, was für ein Material es ist oder wie es bisher beansprucht wurde. Von daher fällt das auch auf jeden Fall raus. Ich nutze das eigentlich eher, um zwischendurch mal etwas zu knoten oder auch einen Knoten mal zu üben, den ich lange nicht mehr gemacht habe. Ihr werdet es in den ein oder anderen Videos über die Knoten dann noch mal sehen, gewiss. Und von daher fällt das fürs Klettern auch auf jeden Fall raus. Das rote Seil hier ist zum Klettern zwar gut geeignet, es ist allerdings sehr alt mittlerweile und daher nutze ich es auf keinen Fall mehr für das Klettern. Denn nach einem gewissen Alter sollte man die Kletterseile pauschal austauschen. Selbst wenn man sie nicht benutzt, sollte man sie dann nach einem längeren Zeitraum nicht mehr nehmen. Denn jedes Seil altert, alles ist in einem gewissen Zerfall. Und auch die Kletterseile. Je nach Beanspruchung sollte man sie früher austauschen und dadurch auf Nummer sicher gehen, dass man im Falle eines Sturzes abgefangen wird und ja, den ganzen Sturz noch überleben kann. Zum Klettern ist das jedenfalls auch raus. Dann habe ich hier das berühmte Paracord. Es ist ein Paracord Typ 3. Es gibt unterschiedliche Kategorien mit unterschiedlichen Festigkeiten. Dieses Paracord von Typ 3 hält zum Beispiel ca. 250 Kilogramm aus. Das heißt, abseilen
kann ich mir daran sehr gut vorstellen. Aber hinaufklettern und eventuell einen Sturz abfangen, das glaube ich eher weniger. Das würde ich dem Seil jetzt, je nachdem, wie hoch natürlich die Belastung ist, in Knoten, über Kanten oder auch durch das Fallgewicht, was abgebremst bzw. abgefangen werden muss, würde ich das dem Paracord mit 250 Kilogramm nicht zutrauen. Innen drinnen sieht das so ähnlich aus wie das Zergel. Es besteht einfach aus mehreren einzelnen Strängen, die ineinander verdreht sind. Kommen wir jetzt aber genau auf das Kletterseil. Beim Kletterseil, das ist genauso wie das Zergel und alle anderen Seile aus einzelnen Fasern aufgebaut. Diese sind zu ja, einzelnen Strängen aufgebaut, die dann in dem Kletterseil sind. Und außenrum ist dann ein Mantel, der die einzelnen Stränge innen drin sichern soll und schützen soll. In dem Kletterseil findet man dann, wenn man erstmal von innen sich anschaut, ein farbliches Seil, ein dünnes Seil. Und dieser Farbcode gibt an, aus welchem Hersteller ja dieses Seil stammt. Das Ganze ist durch den Farbcode dargestellt und kann allerdings auch je nach Hersteller variieren. Das ist nicht für jeden Hersteller gleich. Von daher schaut nach und fragt nach bei dem Hersteller eures Kletterseiles, welche Farben was für ein Jahr bedeuten. Oftmals wiederholen die sich nach einem gewissen Zyklus von oftmals 11 Jahren. Und es ist insofern wichtig, weil je nachdem, wie ihr das Kletterseil beansprucht und wie sicher ihr euch damit fühlt, sollte man es einfach austauschen. Wenn ihr bei dem Hersteller das Ganze jetzt nicht findet auf der Homepage, dann schreibt ihn direkt an, fragt nach und dann könnt ihr auch gleich nachfragen, wie ihr euer Kletterseil am besten pflegt und reinigt. Man sollte ein Kletterseil zum Beispiel nie unnütz der UV-Strahlung aussetzen. Das heißt natürlich auch, wenn ihr es mal gereinigt habt. Ich habe meine vor einiger Zeit mal gereinigt und das Ganze habe ich so gemacht, dass ich einfach etwas ja, schonende Seife genommen habe, die in lauwarmem Wasser mit dazugegeben habe. Und habe dann die Kletterseile reingelegt und dadurch sauber gemacht. Beim Trocknen habe ich sie auch nicht in die pralle Sonne gelegt, sondern hier auf dem Balkon auf einen Stock ja, drüber geschlagen, dass sie nicht im Dreck liegen und das Ganze dann später wieder aufgewickelt, dass ich die einzelnen Stränge wieder habe, die ich dann zum Klettern mitnehme. Fragt jedenfalls beim Hersteller, was für Pflegehinweise er für euer Kletterseil rausgibt und auch nach dem Farbcode. Denn das ist in meinen Augen sehr wichtig, denn ihr müsst dem Seil vertrauen. Entweder merkt ihr euch, wann ihr das Seil bekommen habt, wie oft ihr es ungefähr im Jahr verwendet und schaut dann in der Tabelle nach wie vielen Jahren man es ungefähr ersetzen sollte. Beim Kauf eines Kletterseiles gibt es noch zu beachten, da stolpert man oft über dynamische und statische Kletterseile. Ein dynamisches Seil ist ein Seil, was seine Länge noch verändern kann. Das bedeutet, im Falle eines Sturzes, wie bei meinem Seil, würde es sich um ca. 30% längen und nach einer gewissen Zeit dann wieder zusammenziehen. Es ist jetzt nicht so vergleichbar wie bei einem Seil, was beim Bungee Jumping verwendet wird, aber von der Art her so ähnlich. Es bremst den Sturz ab, es federt so ein bisschen den Sturz ab und wenn es sich dann wieder beruhigt und wir es nicht mehr benutzen, dann zieht sich das Ganze wieder zusammen und bekommt seine ursprüngliche Länge. Bei einem statischen Seil ist es so, das ist vergleichbar eigentlich wie mit einem Drahtseil. Das hat eine gewisse Länge und die Länge bleibt. Es kann sich nicht in irgendeiner Form langziehen vom Aufbau her
und unseren Sturz abfangen. Von daher ist ein dynamisches Seil für das Klettern und Abseilen geeignet, aber ein statisches Seil eher nur für das Abseilen. Beim Einlagern, das ist auch etwas, was ihr den Hersteller fragen könnt, fragt am besten nach, wie dieses Seil eingelagert werden soll. Soll es zum Beispiel in einen dunklen, kühlen, trockenen Raum oder soll es eher in einen Raum mit Zimmertemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit, weil das die Fasern mehr schont. Aber solche Informationen sind komplett abhängig von dem Typ Seil, was ihr habt. Und deswegen fragt am besten bei dem Hersteller nach, was er für Empfehlungen für dieses genaue Seil rausgibt. Bei mir ist es so, dass ich es oft verwende, Sommer wie Winter. Im Winter muss ich natürlich darauf achten, dass keine Feuchtigkeit drin ist, die dann gefriert und es dann auch gut durchtrocknen lassen wieder. Die Seile, die ich im Winter verwende, sind auch oftmals die Seile, die ich dann nach diesem Winter wieder wegmache und gegen neue Seile ersetze. Die benutze ich dann oft dann nur noch zum Knoten üben oder gebe sie weiter an verschiedene Institutionen, die auch mit Knoten zu tun haben, um damit dann üben zu können. Was gibt es noch zu sagen? Die Knotenfestigkeit, genau. Jeder Knoten in einem Seil belastet das Seil selbst. In einem Knoten wird das Seil an gewissen Ecken gestaucht und an anderen Ecken gestreckt. Und durch diese Stauchung und Streckung wird die Faser innen drinne unterschiedlich belastet. Und wenn es dann zum Sturz kommt, dann reißt oftmals ein Seil entweder im Knoten oder davor oder danach. Darum wird bei jedem Knoten eine Knotbarkeit und Knotenfestigkeit mit angegeben, die ich bei den Knoten, die ich euch dann zeige, natürlich auch mit erwähnen oder einblenden werde. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall sind diese Informationen mit in dem Video drinne und genauso die Informationen, welcher Knoten für was für Kletteraktionen oder ja, wofür dieser Knoten eigentlich angedacht ist. Es ist mir auch klar, dass die Knoten unterschiedliche Namen haben, aber genauso geknüpft werden oder gelegt werden, gesteckt werden, wie auch immer. Und dennoch, der eine sagt, ach, das ist der Palstick, oh, das ist der Bulin, nein, das ist der Palstick. Ist mir vollkommen egal, und wenn ihr ihn Banane nennt, wichtig ist, dass ihr wisst, wofür dieser Knoten verwendet wird, was für eine Festigkeit er hat und wofür ihr ihn nicht verwenden solltet bzw. dürft. Die Knotenfestigkeit verringert ja, die Sturz Last, die an dem Seil abgefangen werden kann. Nehmen wir jetzt nur mal an, mit dem Seil kann ich 2 Tonnen abfangen und der Knoten reduziert das Ganze um 50%. Dann kann ich, weil der Knoten das schwächste Glied in dem Moment ist, insgesamt nur noch mit 1 Tonne das Seil belasten, sicher belasten, ohne dass es reißt. In dem Moment, wo ich einen anderen Knoten drinne habe, der vielleicht nur noch 25% Knotenfestigkeit hat, dann hat das Seil nicht mehr wie davor die 50%, also 1 Tonne, sondern in dem Moment nur noch 25%, in dem Fall 500 Kilogramm. Und das ist ganz wichtig, dass ihr einschätzen könnt, was ist mein schwächstes Glied und was für eine Belastung muss die Gesamtkonstellation aushalten? Dazu gehört natürlich auch jeder Karabiner, jede Bandschlinge, die ihr verwendet, jeder Anschlagpunkt, egal in welcher Form.
Selbst der Klettergurt gehört dazu, denn der Klettergurt ist nichts anderes als ein flach geknüpftes Seil, was dann ein Band ergibt, was über Schlingen und Vernähungen den Gurt ergibt. Auch die Gurte sind für gewisse Belastungen ausgelegt und ihr müsst wissen, wofür nutzt ihr das ganze System. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht genauer auf den Aufbau von den Seilen eingehen, außer dass innen drin halt verschiedene Fasern sind und wer mit diesem S-Schlag und Z-Schlag und den Aufbau und Verwendung der einzelnen Seiltypen Näheres wissen möchte, der schreibt mir das Ganze. Ansonsten möchte ich mich auch schon verabschieden und sage, macht's gut, bis zum nächsten Video.